Einer der neuesten Züge auf dem aktuellen Markt verkehrt nun auch auf den Netzen rund um Regensburg und das Donautal. In diesem Video schauen wir uns den Achilles Mireo genau an. Viel Spaß! Der Siemens Mireo von Achilles fährt aktuell erst seit wenigen Wochen auf seinem Liniennetz. Mitte des Jahres 2021 erhielt Siemens den Auftrag zur Lieferung von 23 Zügen vom Typ Mireo an die Benix GmbH. Diese sollen dann auf dem Netz von Achilles in Regensburg und am Donautal eingesetzt werden. Die Züge der Baureihe 1463 fahren auf den Linien zwischen Nürnberg, Neumarkt, Regensburg, Straubing und Plattling und ab und zu auch umlaufbedingt nach Passau. Die Linienbezeichnungen sind RE50 und Achilles teilt sich zurzeit diese Linie mit der Deutschen Bahn, wo teilweise Dostos mit 111ern, 146ern, aber meistens dann doch die Talent 2 fahren. Zudem hat Achilles mit den neuen Fahrzeugen auch einen neuen Streckenast, nämlich von Neumarkt nach Nürnberg. Zuvor endeten die Achilles 440er immer in Neumarkt in der Oberpfalz. Bis vor Einsatzbeginn der neuen Züge am 9. September 2024 hatte Achilles nur zwei Fahrzeuge bzw. Fahrzeugtypen in ihrer Flotte. Zum einen den 440, der im Netz Mitte fährt, und zum anderen den VT650, der im Netz Nord fährt. Mit den neuen Fahrzeugen ist Achilles bestens für die Zukunft gewappnet, denn bis 2030 sollen täglich bis zu 10 Millionen Menschen auf der Schiene unterwegs sein. Je länger die Fahrzeit, desto besser der Komfort. So ist es in vielen Fernverkehrszügen und so ist es auch bei mittlerweile vielen modernen Zügen. Achilles hat dem nachgemacht und hat neue Sitze bestellt mit einem komplett neuen Sitzbezug und Design. Denn mir persönlich gefallen sie sehr gut. Sie sind ein ziemliches Upgrade zu den Sitzen, die im VT650 oder in der Baureihe 440 verwendet werden. Nicht nur das Äußere, sondern auch das Physische macht ein schönes Fahrgefühl. Die Toilette ist jetzt aktuell natürlich neu, ist allerdings nicht so groß und geräumig wie die vom Desiro HC. Der Zug fährt zwischen Nürnberg und Regensburg als Doppeltraktion mit insgesamt 200 Sitzplätzen je Fahrzeug. Dies bedeutet 432 Sitzplätze als Einheit am RE50. Überall im Zug sind Fahrgastinformationsanzeigen verbaut, um den Fahrgast auf dem aktuellen Stand zu halten. Was mir wirklich sehr positiv aufgefallen ist, ist das Mehrzweckabteil, wo Platz für bis zu 24 Fahrräder und mehrere Rollstühle sind. Der 160 km/h schnelle Zug verfügt außerdem, wie der Desiro HC beim FTX, über mobilfunkdurchlässige Scheiben. Und die Antriebsleistung beträgt 3400 kV. Die erste Klasse ist für Achilles Verhältnisse ganz normal. Ledersitze mit großen Schmetterlingstischen und eine Steckdose pro Sitz. In der zweiten Klasse hingegen muss man sich die Steckdose mit seinem Sitznachbar teilen. Zudem gibt es in der ersten Klasse ebenfalls die Fahrgastinformationsanzeige. Dieser Zug wird es sein, der die aktuell noch verkehrenden Baureihe 440 ablösen wird. Und ich denke, Achilles ist gut gewappnet damit. Denn von innen als auch von außen ist dieser Zug wirklich sehr gut gelungen. Und damit bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen.
Hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ihr, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.